Faschisten! Faschisten! Ihr seid alle Faschisten, ihr Bullen! Ist in deinen Augen ein Faschist? Ja! Gut, steht zurück. Sie sind ein lieber Mensch. Die guten alten Querdenkerzeiten, ich vermisse sie. Die total verstrahlten bei den Demos. Habt ihr Bock auf einen kleinen Quickie? Dann gibt's einen. Oben die Weihnachtsgeschichte um Dr. Rainer Föhmich. So könnte es gewesen sein. Ich sag nicht, dass das so ist. Es gibt Neuigkeiten und zwar ohne Happy End. Die Deep State Staatsanwaltschaft von Göttingen hat gegen einen der Helden der Corona-Zeit Anklage erhoben. Und zwar wegen dem Vorwurfs der gewerbsmäßigen Untreue in 18 Fällen. Boah, da haben sie richtig tief gebuddelt. 16 Einzelüberweisungen im Gesamtwert von 357.000 Euro soll Föhmich auf sein Kanzleikonto überwiesen haben, also von der Corona-Stiftung. Das sei laut Staatsanwaltschaft satzungswidrig gewesen und dann hat er sich nochmal insgesamt 700.000 Euro auf sein Privatkonto überwiesen. Ja, so Garten kostet halt Geld, wohlgemerkt mit den Hintergedanken, das privat zu verwenden. Und jetzt haben sie ihn halt am Arsch. Den ganzen Artikel verlinke ich euch natürlich. Was könnte denn den Föhmich erwarten für die gewerbsmäßige Untreue? Eine Freiheitsstrafe zwischen 6 Monaten und 10 Jahren. Strike! Let me go, and if you cry, I don't care how long you take. Was macht denn unsere andere Heldin des Widerstands, Dr. Carola Czabit-Kistl? Ist erstaunlich ruhig um die, also kein Schenkungsaufruf, kein Interview, gar nichts. Kommt wahrscheinlich noch vor Weihnachten. Dafür hat jemand anders für Schlagzeilen wieder mal gesorgt. Mein Lieblingspatriot von der Tankstelle, der Kupala, der ist ja, ich sag's euch, der ist Opfer eines schweren Anschlags geworden. Mit dem Tod hat er gerungen. Und was weiß ich, wie lange der bewusstlos war. Und jetzt kommt raus, Ermittlungen wegen vermeintlicher Attacke. Auf AfD-Chef Kupala eingestellt. Verdammte Hacke. Und hier sagt die Staatsanwaltschaft, es gebe keine konkreten Anhaltspunkte für eine Injektion oder Intoxikation. Ebenso wenig habe man eine Tathandlung, auf der auf einen Anschlag geschlossen werden könnte, feststellen können. Ja, da haben die Impfmücken wieder ganze Arbeit geleistet. 5 mm Stich hat er reingekriegt und ist umgefallen. Ha, die NWO ist der Wahnsinn. Ich habe heute die nächste Volksverhetzung reinbekommen. Muss ich bald ins Gefängnis? Ja? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Man einen Antrag gestellt hat bei der Vollstreckungsbehörde, eine Erzwingungshaft gegen mich anzuordnen. Ich bin jetzt, Stand jetzt, parallel dazu, nicht in der Lage, 150 Euro aufzubringen. Ist doch logisch, Weihnachtszeit. An dieser Stelle sei erstmal gesagt, ihr habt überhaupt gar keine Forderungen zu stellen. Ja? Wir sind das Volk, nicht ihr. Ihr werdet von unseren Steuern bezahlt, vergünstigt, ja? Und habt dementsprechend das umzusetzen, was das Volk wünscht und nicht, was ihr euch in eurem kranken ideologischen Hirn festgesetzt habt. Ja? Und das ist etwas, was wir wieder ändern werden. Ja? Wir als Volk werden wieder bestimmen, wo der Weg lang geht und ich werde jetzt damit anfangen. Vorgänge dort beobachtet, nämlich eine Aussage von dieser Sachbearbeiterin. Ja, sie würden ja genug Spenden generieren mit ihren Aufrufen, dann wären sie doch bestimmt in der Lage, bis einschließlich Freitag die Summe zu begleichen. Also mein lieber Herr Gesangsverein, wo sind wir hier eigentlich angekommen in diesem Land? Also ganz ehrlich, dieses Land ist komplett am Ende. Ja, also die Leute wissen überhaupt nicht mehr, was sie hier erzählen. Die Leute wissen nicht mal mehr, was sie von sich geben. Die haben absolut keinen Respekt. Ja, und das ist mein Angebot, eine Rate zu bezahlen, noch in diesem Monat Zahlungswilligkeit zu signalisieren. 1 Euro für jeden dieser 3 Briefe. Man kann mir natürlich vorhalten,
dass ich seit dem Jahr 2022 Zeit gehabt habe, diese Forderungen zu begleichen. Ja? Okay, kann man machen. Aber... I'm pregnant! Nee, nix aber. Zahl doch einfach das Bußgeld und wenn du es nicht kannst, was ja nicht schlimm ist, dann mach doch ein Ratenangebot, wo die Stadt nicht Nein sagen kann. Vielleicht 10, 15 Euro im Monat und schon wäre die Sache erledigt. Aber er hat ja eh nach Spenden gebettelt. Also auch das werden ihn seine Follower bezahlen. So, und nachdem wir jetzt oben die kleine Weihnachtsgeschichte vom Heinziboy gesehen haben, ach, ist das nicht herzzerreißend. Gibt's jetzt noch was zum Schluss? Ich hab's ja gestern schon gepostet. Das macht mich fertig. Ach so, zu Brauner noch, der soll mal warten, bis seine Freunde von der AfD an der Macht sind. Na, dann gibt's andere Seiten hier. Und Wischniewski, der alte Verschwörungsunternehmer, der bestreitet mittlerweile, dass es Atombomben auf Hiroshima gab. Kaputte Zeiten, Leute, kaputte Zeiten. Ende mit den Quickie.